Guten Morgen, schön, dass du wieder auf meinem Kanal Künstlerstreich bist. Ich habe hier was mitgebracht. Zwar habe ich hier so tolle Karos entdeckt und ja, tolle Linien da drin. Und das Ganze ist eigentlich nur eine Umverpackung. Und ich baue die jetzt einfach mal auseinander, weil ich dachte mir, ich könnte die als Schablone benutzen oder als Werkzeuge verwenden. Also da muss ich jetzt selber mal gucken. Halt heute mal schauen, ob ich diese Figuren hier irgendwie einsetzen kann. Und ja, starten wir einfach mal. Locker werden, fangen wir einfach mal wieder mit einer Linie an, mit einer Bildaufteilung. Einfach mal ein paar Kreise ziehen, ein paar Linien ziehen. Ach witzig, das sieht aus wie ein Hut hier. Ein Hut, eine Figur vielleicht noch darunter. Ja, so kann man schon wieder spielen, seine Fantasie freien Lauf lassen. Und ja, ist doch nett. Macht doch wieder Spaß. Mach dich da einfach locker mit. Nehmen wir mal einen Klecks Farbe. Zack. Das macht noch mehr Spaß und sieht auch witzig aus, das Gesamtgebilde jetzt. Also ist ja schön. Freut mich. Ich nehme heute ganz einfache Werkzeuge, die du wahrscheinlich zu Hause hast. Zumindest ist der Plan. Also ein Schwamm. Du hast bestimmt irgendwo einen Schwamm liegen. Nimm einfach einen Küchenschwamm. Verteile die Farbe ein bisschen. Graublau. Jetzt nehmen wir mal so ein kräftiges Blau dazu. Einfach mal den Fensterwischer dazu nehmen, ein bisschen verstreichen. Ja, die Fläche ist mir schon fast wieder zu glatt. Ich ziehe hier einfach nochmal die Linie drüber und dann bleibe ich auch locker und verkrampfe mich jetzt nicht auf diese Form. Also ganz entspannt malen und ziehe jetzt hier einfach mal eine weitere Farbe dazu. Guck mal, wie ich heute Übergänge kaschieren kann. Das ist vielleicht auch mal so ein Thema. Ich schneide die jetzt mal auseinander. Wo ist die Schere? So, jetzt ist es ein bisschen kleiner. Hier habe ich jetzt zwei Karos und die will ich jetzt mal ausprobieren. Ich nehme jetzt einfach den Schwamm. Ja, das ist eigentlich wahrscheinlich die Fläche ist eventuell noch ein bisschen zu nass und die Farbe ein bisschen zu dick. Ich weiß, man nimmt bei Schablonen trockene Werkzeuge, sodass nicht die Farbe darunter läuft. Ich bin sehr gespannt gerade. Ach ja, nicht so schlimm wie gedacht. Jetzt schneide ich mir hier mal einen Spachtel ab, also einfach die Ecke. Ja, ich muss tatsächlich schneiden. Ich dachte, ich kann es hier einfach abreißen. Aber ich schneide mir hier einfach was ab. Jetzt habe ich hier, guck mal, jetzt habe ich hier schon wieder etwas, was ich vielleicht benutzen kann. Das könnte jetzt ein Spachtel werden. Aber ich glaube, ich probiere jetzt gerade noch mal die Linie. Die probiere ich jetzt noch mal aus. Dabei gehen mir jetzt gerade so viele Sachen durch den Kopf. Ich denke jetzt hier an so Pfeiler im Meer, diese Abgrenzung. Wie nennt man die denn noch? Ich habe es vergessen. Aber an die muss ich jetzt gerade denken. Und so gehe ich schon auf Reise. Du kannst mit der wunderbar spachteln hier mit der schmalen Seite. Und ja, ergeben sich auch wieder neue Muster. So eine Abtrennung haben will, dann kann ich auch einfach da kurz die hinhalten und
Ja, funktioniert gut. Ja, auch weiche Übergänge mit Spachteln. Also einfach ein bisschen über die nasse Farbe ziehen und dann so glätten. Habe ich jetzt schon so eine Abteilung. Und ja, das greife ich jetzt einfach auf. Da muss ich nicht lange überlegen, weil wenn ich jetzt anfange zu überlegen, wo ich jetzt wie weitermache, dann ist es schon schwierig, finde ich. Das ist jetzt genau der richtige Moment, weil hier habe ich jetzt so eine unsaubere Kante und mit dieser Schablone, ja, schaffe ich den Übergang. Und ach, ich bin ja nicht so, es muss immer nicht so sauber sein. Und du siehst jetzt hier, kann ich mir den Übergang einfach schaffen. Eine Farbe zur nächsten, von einer Fläche zur nächsten Fläche. Aber auf so saubere Linien habe ich oder Flächen habe ich gar keine Lust, ehrlich gesagt. Ich will es auch nur ausprobieren und ziehe das hier so wieder so ein bisschen auseinander. Dann ist es nicht ganz so perfekt. Jetzt holen wir mal die Farbe hier oben hoch und gucken mal, wie das aussieht. Ja, es sind schöne abstrakte Formen. Also gerade in der Natur hat man ja nicht solche Formen, deswegen sind die eigentlich sehr gut für die abstrakte Malerei. Und ich denke mir, jetzt könnten auch so rote Dächer von so einer Landschaft sein, wo man noch so Häuser sieht. Ja, es macht auf jeden Fall total viel Spaß, mit denen zu arbeiten und das auszuprobieren. Also ich habe jetzt keinen genauen Plan. Ich gucke einfach, was kommt. Jetzt fügt sich das so ein bisschen zusammen, aber diese Stelle ist mir zu dunkel. Da könnte irgendwas Helleres hin. Ja, nehme ich jetzt einen Pinsel oder eigentlich kann ich ja auch nochmal den Spachtel hier ausprobieren. Du kannst die Farbe gut einfach so auftragen als kleine Kästchen oder weiter verstreichen. So das einfach machen, wonach dir dann so ist. Auch einfach nochmal, ja, die Form jetzt nehmen und damit wieder so eine Abgrenzung zur nächsten Farbe machen. Damit schaffst du so Farbfelder. Schön, aber vielleicht ein bisschen zu glatt, zu sauber. Brauche ich nochmal eine Linie. Also, nee, ich kann ja auch den Spachtel nehmen. Also ich kann hier mit dem auch wunderbar immer einfach die Linien reinziehen. So, mal kurz sacken lassen. Ich habe jetzt ja alles ausprobiert.
kann jetzt mal einen Tisch hier ein bisschen abwischen. Oder einen Kaffee trinken wäre jetzt auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde es gar nicht so schlecht. Hier gefällt mir das noch nicht. Vielleicht greife ich einfach nochmal die Farbe auf. Ich bin ganz zufrieden mit mir und mit meiner Malerei, mit dem Spaß, den ich hatte beim Ausprobieren. Und selbst das Werk gefällt mir ganz gut, auch wenn ich das nicht verdeutlichen möchte. Es geht mir nur darum, dass du darüber deine Malblockade, wenn du eine haben solltest, die auch auflösen kannst. Also experimentiere, mach dich frei und probiere neue Dinge aus und komm wieder in deine Kreativität. Also jetzt trotzdem Spaß gemacht und ich experimentiere gerne mit den Farben und das, die Farbenanordnung, die Übergänge. Ja, dies hier ist natürlich auch wunderschön zu malen, dies fließen zu lassen. Die Videos sind schon im Kanal oder kommen jetzt, also abonniere gerne den Kanal. Und ja, ich bin einfach unwahrscheinlich gerne kreativ und experimentiere gerne und ja, schön, dass du hier bist und das mit mir teilst. Dankeschön. Ja, im Buch findest du was über den Spachtel. Du kannst da nochmal reingucken, auch zu dem Fensterwischer, eben zu den unkonventionellen Werkzeugen. Du findest aber jetzt auch unterm Video eine Playlist, da stelle ich dir nämlich einen Link hin, zu dem Arbeiten mit der Pappe als Werkzeug. Also da guck nochmal rein. Guck auch auf meinem Blog. Ich beantworte da viele Fragen. Und da findest du immer wieder neue Artikel, wo ich auch Themen aufgreife und die dort behandle bzw. beantworte. Also guck da gerne nochmal rein. Jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Sonntag. Vielen, vielen Dank für dein Abo. Das unterstützt mich hier. Ohne dem würde das alles gar nicht so funktionieren. Also danke für dein Abo. Vielen, vielen Dank für dein Like. Auch das unterstützt mich. Ohne dem würden hier die Videos gar nicht gefunden werden. Also Dankeschön und dein Kommentar motiviert mich immer wieder. Es freut mich sehr. Ohne dem würde ich gar nicht hier so locker leicht und herzlich sein können. Also Dankeschön. So, also es ist alles gesagt. Du hast alles gesehen. Du kannst jetzt loslegen. Guck nochmal schnell in die Küche, in deinem Mülleimer. Mach das ruhig. Such das. Also alleine das macht dich schon wieder so locker und frei. Und ja, fang einfach an. Hab viel Spaß dabei. Tschüss.